Herr Langer, was sagen Sie den Opel-Mitarbeitern, die jetzt hier wechseln wollen und sich Gedanken machen, dass es bei Ihnen bei Segula zu unsicher ist? Ja, wir bieten langfristig interessante Ingenieurarbeitsplätze in der Automobilindustrie und in anderen Sektoren und wollen Projekte und Aufträge nach Rüsselsheim und Dudenhofen bringen, um dort langfristig sichere Arbeitsplätze für die Kollegen und Kollegen, die von Opel zu uns kommen, zu bieten. Wann soll es denn losgehen in Rüsselsheim? Wir gehen davon aus, dass zum Ende des zweiten Quartals die entsprechenden Vereinbarungen getroffen sind und die Kollegen dann zu uns übergehen und wir gemeinsam in Rüsselsheim und Dudenhofen starten werden. Wie groß soll der Standort werden in Rüsselsheim? Unsere Planungen sehen vor, dass der Standort auch auf Jahre in der Größenordnung von 2000 Mitarbeitern geführt und dazu auch neue Mitarbeiter sukzessive eingestellt werden, so wie uns dann ältere Kollegen im Laufe der Zeit verlassen werden. Insofern wird der Standort dauerhaft um die 2000 Mitarbeiter haben.